Ja, herzlich willkommen bei Carolina Hehenkamp. Also dieses Mal in unserer Montag-Treffserie gehen wir an die Detox von Gedanken und Glaubenssätze, weil wir einfach wissen, dass toxische Gedanken die Ursachen allen Übels sind. Ich denke mal, wir normale Menschen, als auch die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, als auch die Psychologen und Therapeuten, wir wissen, dass unsere Gedanken einfach sehr, sehr entscheidend für unser Leben sind. Und wir haben in dieser Serie schon mal mit Gedanken und Glaubenssätzen gearbeitet und geschaut, wie wir sie lösen können. Aber jetzt möchte ich wie irgendwie an die Quelle gehen. Also mal ganz strikt sein und schauen, wo wir wirklich da etwas ändern können und uns selbst aufbauen können durch chemische Prozesse im Gehirn zu einem Wesen, das mehr Vertrauen hat in sich selbst, das Vertrauen hat im Leben, das weiß, dass er so wie er ist, gut ist, perfekt ist, vollkommen ist, mit all seinen Fehlern und Macken und Sachen, die er noch lernen muss, und dass er diese Kraft aus sich selbst schöpft. Dass er also immer recht schnell zurückgreifen kann auf seine eigene innere Kraft und seine Verbindung mit einfach der universellen oder göttlichen Quelle. Ja, also generell wird schon in unserer Zeit davon ausgegangen, dass 95% aller Krankheiten ein direktes Resultat sind des menschlichen Gedankenlebens. Und Forscher auf dem Gebiet der kognitiven Neurowissenschaften, sie gehen davon aus, dass alles, was wir denken und die Art unserer Gedanken, in welcher Weise wir geistig, logisch mit unserem Dasein und unserer Person gedanklich auseinandersetzen, sich auf unser individuelles Schicksal reflektiert. Also da ist eine direkte Verbindung aufgedeckt und auch untersucht. Und es gibt durch technische Entwicklung schon fantastische Möglichkeiten für Menschen, die Gehirnschaden haben oder körperliche Schade, wodurch die Gehirnimpulse nicht gut weitergegeben werden, dass die aufgefangen werden und durch diese Impulse und durch das Wissen, das die Wissenschaftler sich erarbeitet haben, dass sie diesen Menschen helfen können. So, es ist eigentlich so, dass alles, all unser Denken uns körperlich intensiv beeinflusst. Und das heißt, es beeinflusst auch unsere Gesundheit. Also alles, was wir haben zwischen fit, lebendig sein und sehr, sehr krank sein, kann für einen Großteil durch unser Gedankenleben aufgehoben werden. Also, es ist wie eine Epidemie von giftigen Emotionen, die ausgelöst werden. Und die kognitive Neurowissenschaftler versuchen im Gegensatz zu den Psychologen nicht den menschlichen Geist zu verstehen, sondern sich mit den mentalen Prozessen zu beschäftigen. Wirklich zu schauen, was geschieht im Gehirn, was sind die chemischen Prozesse, die damit parallel gehen und was bewirken diese chemischen Prozesse und wie lange braucht es, um also eine Änderung zu bewirken. Und also mal so vorab eine Zeitspanne, die sehr, sehr wichtig ist am Anfang, ist die 21 Tage, wann wir jeden Tag uns
eine Zeit lang uns selbst widmen, uns beobachten, schauen, wo kommen negative Sachen rein, die hoch aus uns kommen, also die man sagen kann, die kommen so vertikal, steigen sie in uns hoch, wenn wir reagieren auf Impulse und Informationen aus unserer Umgebung oder was Menschen sagen, dann wirkt das eben in uns so stark und wir überlege uns jede kurze Zeitspanne von 10 Sekunden, was das genau bedeutet. Wir evaluieren das und das sind dann unsere Gedanken und das sind auch unsere Taten hängen da dran. Also was wir tun werden, wie wir reagieren werden. Und das ist eigentlich, sag mal so, bewiesen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist erkannt, dass wenn wir das 21 Tage machen, richtig machen, uns immer wieder in diese positive Weg begeben, dass wir kräftige Menschen sind und dass wir uns das anschauen, was hochkommt, dann stehen wir in 21 Tage durch chemische Prozesse, die Änderungen in unser Gehirn machen, an einen ganz anderen Punkt. Das ist nicht mehr ein wackeliger Punkt, wo wir uns selbst, sag mal, umschmeißen und negativ werden und das verfolgen. Wir sind an einem Punkt, wo in unserem Gehirn die Veränderung so groß schon ist, dass wir stabil da drin sind. Wir halten das aus. Wir können so eine Spanne von zwei Tage benutzen, um einfach stabil zu bleiben. Also das ist ein ganz interessanter Prozess. Das ist einfach vor. Klare Resultate gibt einfach diese neurokognitive Neurowissenschaften. Sie sind ja von viele verschiedene Wissenschaften kommen, fließt einfach mal das Interesse rein. Also sie arbeiten auf viele Ebenen. Und es ist ganz interessant, also das mag ich dann persönlich sehr zu sehen, wie eigentlich schon vor 3000 Jahren der Mensch durch die Bibel mit vielen von diesen simple, aber sehr, sehr tiefgreifenden Resultaten bekannt war. Und die werden jetzt eigentlich belegt durch die Wissenschaft. Das wächst vollkommen zusammen. Und ein Satz ist zum Beispiel aus der Bibel, wie ein Mann oder eine Frau denkt und ihrem Geist, Verstand, Willen oder Emotionen und ihrem Körper erlaubt, diese Gedanken und Bilder aufzunehmen, werden sie in diesem Maße in ihrem Geist, ihrer Seele und ihrem Körper das werden, woran sie gedacht haben. Ganz einfach und stand schon immer da. Jetzt wird es dann bewiesen. Und für mich ist persönlich die Wissenschaft eigentlich nichts anderes, als dass sie ganz genau versuchen herauszufinden, wie schon das von Gott, kann man sagen, Gott erschaffenen, alles was wir haben, die Natur, die Mechanismen, die Tiere, die Menschen, unsere Verhaltensweise, dass sie die versuchen zu erklären und in ihre wissenschaftliche Belege festzuhalten. Also ich würde es ganz anders noch sagen, ich selber sage, deine Gedanken werden zu deinem Denken, dein Denken wird zu deinen Worten und Taten, und deine Worte und Taten werden zu deiner Zukunft. Auch einfach. Das, wenn wir einfach sehen, dass wir Chaos im Kopf haben, dass wir Wesen sind, die denken, die immer am Denken sind, das auch gar nicht aufhalten können, weil es, so wie viele Lehrer sagen, es nicht unsere Gedanken sind. Sie strömen durch uns durch. Sie sind die Gedanken vom alten Kollektiv, das ewig alt ist, auf alle Fälle 10.000 Jahre alt ist, das diese Gedanken freigesetzt hat und sie im morphogenetischen Feld einfach hängen. Sie schweben da und sie reflektieren auf uns zurück.
Und wir können uns dann da energetisch in Resonanz mit verbinden. Und wir meinen, es sind dann unsere Gedanken. Ja, also die angewandte Neurowissenschaft zeigt, wie unsere Gedanken biochemisch unser gesamtes Verhalten, unsere persönliche Krankheiten, aber auch den Heilungsprozess direkt beeinflussen. So, und wenn wir sagen, wir sind Wesen, du denkst, und während du am Denken bist, denkst du über das Denken. Also, es geht ganz geil, ganz, ganz weit, kann man eigentlich sagen. Wir sind einfach immer am Denken. Und während wir am Denken sind, reagieren wir auf die Dinge des Lebens. Und das sind diese hereinkommende Informationen, weil das Leben bewegt und sie fließt andauernd herein. Die kannst du gar nicht abschließen. Das ist einfach deine Umgebung. Das sind die Menschen, mit denen du redest oder die du siehst oder TV oder Medien. Du liest oder du hast ein iPad in der Hand und du siehst ein Video, während auch Menschen zu dir reden. Es sind alles hereinkommende Informationen. Und dann gibt es natürlich Informationen, die du nicht mal so siehst. Also diese unbewusste energetische Felder, die einfach in dir eindringen. Und das sind auch Informationen. Dann wie deine Umwelt ist, wie das Wetter ist, wie die Luft ist, wie alles gehört damit zusammen. So, und diese reinkommende, reinfließende Informationen lösen in dir auch Informationen aus, die hochkommen. Also ich nenne das immer diese vertikale Pop-ups, die kommen durch dich durch und die sind sehr, sehr toxisch. Das sind im Grunde deine Angst, es sind Glaubenssätze wie ich kann nicht, oder Glaubensgefühle auch, ich bin nützlos, ich vertraue es nicht, ich kann es eh nicht, es geht nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nur eine Frau, ich habe nicht die Kraft, meine Jugend war schlecht, also diese tausende von Sachen, die dann so wie Pop-ups, plumm, einfach so hoch aus unser System hochkommen als Reaktion auf diese hereinkommende Informationen. Du kannst also sagen, da ist diese Resonanz. Und jede Sekunde bist du dir davon bewusst. Also das geht immer weiter und etwas wird in dir ausgelöst. Du kannst sagen, es ist ein Trauma oder es sind physische Gedanken, die einfach in deinem Gehirn ausgelöst werden. So, und das fließt dann in deinem Bewusstsein. Und wann es in dein Bewusstsein fließt, dann ist es Zeit, dass du eine Entscheidung triffst. Du musst eine Entscheidung treffen. Das ist einfach, es geht nicht anders. Das ist die organische, normale Reaktion. Jetzt haben wir das Glück, das große Glück, dass wir Menschen, wir sind ganz, ganz mächtige Wesen. Und wir können zurücktreten. Wir haben das eingebaut, dass wir einen Schritt zurück machen und dass wir uns selbst beobachten. Dass wir also beobachten, welche Informationen kommen da rein von außen und welche Pop-ups kommen hoch in mir und wir werden automatisch, organisch als Selbstregulierung jede 10 Sekunden diese hereinkommende horizontale Informationen zusammen mit den hochsteigenden vertikalen Informationen aus uns selbst heraus und wir produzieren, so wie man in der Computersprache sagt, ein Output, also eine Ausgabe, ein Resultat. Und das bestimmt, was wir denken und was wir tun. Das ist eigentlich eine perfekte Maschine. Nur diese Selbstregulierung ist eigentlich also mega wichtig, auch zu erkennen. Und sie kann durch die Beobachtung und durch einen Prozess, dass wir, ich denke mal, dass die Kirche übernommen habe aus Beichten, aber was wir sich selbst eingestehen oder es
die innere Beichtung, dass du dir selbst bei der Beobachtung, was du siehst, was hochkommt, sagst, ja, ich sehe, da habe ich einen Fehler gemacht, ich war nicht schön zu Menschen, ich habe es falsch verstanden, ich habe schon falsche Haltung gemacht oder ich weiß, ich bin ein kräftiger Mensch und ich sage mir immer, ich kann es nicht, die anderen sind schuld oder so, dass du das einfach dich selbst bekennst, dass du sagst, ja, ich weiß es, ich kann es mir selbst sagen. Also das ist eigentlich diese Eingestehung und ich finde ein Wort, so dass dir innerlich zu beichten, ist ganz, ganz, ganz starker Prozess, weil durch das innerliche Beichten fließt es von, sag mal, seiner versteckten Ecke in die Dunkelheit ins Licht. Und wenn es ins Licht fließt, wird das schon schwächer. Und wenn es schwächer wird, kann es sich auflösen. Dann hat es sich also dir gegeben, sag mal, um es aufzulösen. Das ist ein simpler Prozess, der mega, mega kräftig ist und viel kräftiger, als was wir auch viele Jahre in dem, sag ich mal, in der Esoterik oder Therapien, Heilungsmethoden gemacht haben, wo wir dann immer an diese Glaubenssätze und an diese Resonanz, Verhaltenszustände in uns und diese Ängste und diese einfach tiefe Muster gearbeitet habe, aber wo sie, wie ich das immer sah, eigentlich auf eine Bahn um uns geschickt wurden. Und irgendwann, tschack, waren sie wieder da und vielleicht eine Ebene tiefer. Man hat es auch oft genannt, wir schälen die Zwiebel und ist etwas schon mal weg, aber dann kommt die nächste, die nächste, die nächste. Und das war eigentlich schon ein guter Prozess, also nicht pur negativer Prozess, aber sie war nicht genügend. Und jetzt in unserer Zeit können wir ganz, ganz, ganz viel reiner, purer arbeiten. Und die Psychologe, was sie gemacht habe, sie haben nicht so aufgelöst, ohne zu schauen, was es genau ist, energetisch aufgelöst. Sie haben angefangen, diese Sachen, die hochkamen, wie ich habe Angst, dann noch tiefer zu schauen, was es alles genau ist, ohne es, sag mal, im Inneren zu klären mit deiner eigenen göttlichen Kraft. Ja, wodurch also das Thema dann größer wurde und manche Menschen einfach 20 Jahre später noch immer saßen, jede Woche mit ein großes Thema, das eigentlich am Anfang relativ klein war. So, dann gibt es auch etwas Schönes, und das ist, dass wir Frauen sehr begabt sind hierin. Wir haben die Angewohnheit, dass man uns etwas hochkommt, wir mit jemand reden, also am liebsten mit einer anderen Frau, weil sie versteht einfach intuitiv, wie wichtig es für uns ist. Und sie ist wie ein Spiegel oder einfach nur ein Klangbord oder sie hört nur zu. Und wir erzählen von alle Richtungen kommend, alle Ecken, einfach was uns da hindert oder was, welche Angst wir haben oder was wir gerade fühlen und wie schlecht es uns damit geht oder was dann ist. Aber es kommt voll ans Licht dadurch. Und ich habe immer die Meinung, dass dann 50% schon gelöst ist. Also 50% ist schon mal, hat die Ladung schon mal verloren. Also es wird dann leichter, um etwas wirklich zu lösen. Und jeder kennt eine Person, auch die Männer, dem du alles erzählen kannst. Du hast jemanden, der einfach spürt, wie wichtig es dir ist. Und wir können einfach immer so sagen, wann du da drin bist, in diese Energie, dass jemand dir zuhört, dann bist du in diese Love Zone. Also je mehr du mit solchen Leuten zusammenkommst, denen du vertraust, und wo du dich sicher und aufgehoben fühlst, wo du erzählen kannst, was dich bedrückt, wo du also einfach keine Schranke hast, wo du nicht aufpassen musst, was du sagst, dann ändert sich deine Chemie. Dein Gehirn ändert sich. Und dann komme ich zurück auf diese
21 Tage, weil generell ändert sich die Chemie in deinem Gehirn in diese 21 Tage. Und das ist ein Grund, warum ich nachdem ich zwei Jahre Trainings und Seminare gemacht habe, gewählt habe, nur noch 21 Tage Trainings zu machen, wo ich auf vier Ebenen diese Themen angehe, also körperlich, mental, emotional und seelisch, und wo wir jeden Tag einfach, durch Übungen, durch Techniken, durch Aufgaben in diese Love Zone gehen, wo du also baust an die Wandlung und an die chemischen Prozesse in deinem Gehirn. Und nach 21 Tagen ändert es sich so, dass es eine nachhaltige Situation oder eine selbstregulierende Situation gibt und du fällst nicht mehr leicht zurück und es jojot nicht mehr. Du hast dann nach diesen 21 Tage eine stabilere Zustand in deinem Gehirn, der dich unterstützt und die dir auch ein bisschen Zeit gibt, also 24 bis 48 Stunden, um eventuelle Schwankungen wieder auszubügeln und nicht mehr zurückzufallen. Und ich kenne es auch sehr, sehr stark, wenn man zum Beispiel sein Diät oder seine normale Nahrung zu einer anderen normalen Nahrung ändern möchte, aber die gesünder ist und die einfach mehr Mineralien, Vitaminen und Nahrungsstoffe enthält, die du brauchst, dann ist es am besten mit zwei Einleitungstage und zwei Ausleitungstage 21 Tage dabei zu bleiben. Weil in diese 21 Tage passiert nämlich diese Wandlung in deinem Gehirn. Das sind kleine chemische Prozesse, jeden Tag ein bisschen, und es ist gigantisch stark. Und ist auch so, wenn zum Beispiel Leute schlecht über dich reden und über dich urteilen, dass wir auch in einem Zustand, wo wir noch nicht durch diese 21 Tage gegangen sind, dass wir immer 48 Stunden Zeit haben, bevor es sich in unserem Gehirn festsetzt. Also wir können dann reden, wir können uns mit der kosmischen Kraft oder was für dich Gott oder das Göttliche oder das Feld der Liebe oder das pure Herz und deine universelle Kraftverbindung. Es gibt viele Namen. Wenn du dich damit verbindest, dann kannst du diese negative, reingesetzte Muster, die also bei dir dann resonieren, wieder in diese Love-Zone ziehen. Weil du bist eben, du weißt tief im Inneren, du bist eben nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und Gott macht nur gute Sachen. Du bist perfekt und du bist vollkommen, so wie du bist. Und du bist nur auf dem Weg wieder zu entdecken und erinnern. Ja, das sind auch schöne Worte, weil du entdeckst, also du machst wieder das, was drüber gekommen ist durch deine Geburt, das holst du weg. Und erinnern ist wieder, dass es von deinem Inneren heraus nach oben steigt und dass du weißt, du bist kraftvoll und alles ist gut und du kannst es. Vor allem, wir können es. Wir können es einfach. Wir glauben es nur nicht. Ja? So, das Wichtigste ist einfach, dass du da in deine eigene Verbindung mit dem Göttlichen geht. Also du brauchst keine andere Wesen oder Hilfsmittel, als du brauchst nur
das Allerhöchste. Also ich habe eigentlich immer in meiner Ausbildung gesagt, wenn die Leute sagen, mach das, dann habe ich gesagt, ich will immer zu der allerhöchsten Instanz von etwas gehen. Ich will nicht irgendwo das, diese Impulse oder diese Informationen bekommen. Ich will das Allerhöchste. Und was ist das Allerhöchste in der geistigen Welt für dich? Schau dir das mal an. Was ist das? Und das ist eigentlich das, was uns kreiert hat. Das, was als große, intelligente Macht uns auch immer zur Seite steht. Das, hör auf das. Hör einfach zu und frage. Du kannst ja fragen um Aufklärung, du kannst ja fragen, wie du beobachtest, wie du das alles machen kannst. Und vor allem höre zu, lerne. Lerne über dich, lerne, wie es geht. Ja, dann findest du auch wieder Balance. Ja, du kommst dann immer mehr in diese Love-Zone und dann wird langsam diese andere Seite, wir können eigentlich so sagen, da gibt es ein ganz gutes Beispiel, wie man so der Bild, manche Leute brauchen einfach ein paar Bilder dazu, wie man bildlich damit umgehen kann. Und das ist zum Beispiel, du stehst in die Mitte und links von dir hast du deine Love-Zone und rechts von dir hast du deine Angst-Zone. Also mehr Zone gibt es nicht, entweder der oder der. Und du kannst dich vorstellen, dass du zum Beispiel einen Baum hast, die wächst sehr schön mit grünen Blättern, ganz lebendig, ist ganz beweglich, ist ganz gesund. An der linken Seite, da wo die Love-Zone ist, an der rechten Seite hast du einen dürren, verdörrten Baum, der trocken ist, der also kein Blatt dran. Und jetzt stellst du dir vor, dass jedes Mal, wenn du also dich so anerkennen kannst, was du, was auf dir hochkommt, deine Angst oder all diese Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug oder ich kann es nicht, dann, wenn du triffst jemand, den du, mit dem du reden kannst, gehst du in die Love Zone und machst einfach diesen Baum noch stärker, noch schöner. Wenn du einen Dialog mit der göttlichen Kraft oder die große Intelligenz für dich geht, wie du es auch nennen willst, dein Herz, kannst du auch sagen, dann gehst du in die Love Zone und machst den Baum immer schöner. Wenn du dann schaust auf die andere Seite, wirst du sehen, dass peu à peu dieser verdörrte Baum, dieser trockene Baum auch kleine Ästchen verliert. Also sie wird kleiner. Und da kannst du eigentlich ein bisschen so ein Bild kreieren, wie du die zwei Zonen auch beobachten kannst. So, und ich hatte schon vorher erwähnt, dass es viele Techniken gibt, wie in der New Age-Bewegung, könnte man sagen, um eigentlich, wie in der alten Zeit, wo die Menschen zu den Priester oder zu den Kirchen gehen, die Menschen haben einfach ein inneres Bedürfnis nach Glauben. Sie möchte Teil von etwas sein, sie spüren, da ist eine geistige Welt, oder sie spüren, ich kenne viele Menschen, die sagen, da ist eine geistige Welt, aber ich will nichts davon wissen, also ich glaube nicht an Religionen, ich glaube nicht an Engel, ich glaube nicht an Gott. Also es gibt auch, das ist so der Widerstand. Aber viele, also ich sage mal, ein Großteil der Menschen glaubt einfach, dass es da andere Welten gibt und möchte auf irgendeine Art und Weise auch dazu gehören. Und ich habe seit der 80er Jahre eigentlich erlebt, wie wir alle bin auch zu Sachen gerannt, wo ich gedacht habe, Mann, wie schön, das wäre eine Gruppe, Seelengefährte, da könnte ich dazu passen oder dann wieder andere Gruppe. Und ich habe auch viel gesehen, wie daraus nicht so schöne, positive, vereinende Sachen entstanden, wie
man eigentlich gehofft hat, wie ich oft wieder so einfach einen Schlag auf den Kopf bekam, weil dann auf eine alles war, waren Konkurrenten, alles war gegeneinander, die eine Methode war besser als die andere, man musste geheim halten. Also ich glaube, Gott hält nichts geheim, das kann alles transparent sein, weil es ist alles einfach. Und das ist für uns alle und wir wissen es eigentlich alle im Inneren. So, und auch, wo ich sagte, die Kirche haben die Priester zwischen uns gestellt. Ich sagte, ja, komm zu mir, ich rede dann für dich mit Gott. Und wir haben das geglaubt. Und jetzt, wenn ich die New Age-Bewegung schaue, dann sagen ein Großteil, also ein Teil, lass mal sagen, ein Teil der Teachings kommt zu mir, weil ich habe das gechannelt, ich habe das durchgekriegt, ich weiß es besser, ich kann das, du kannst das nicht, du sollst zu mir kommen. Na, eigentlich hat sich da gar nichts verändert und ich kann mir erinnern, dass ich öfters mal in Trainings gesagt habe, mein Gott, wieso wirst du eigentlich dann die Kirche eintauschen gegen eine New Age oder Esoterikbewegung, wenn du nicht selbstständig denken lernen willst, wenn du es nicht selbst machst? Also die dann auch von mir erwartet habe, ich heile sie. Was aber immer mein Anliegen war, ist sie Möglichkeiten, Impulse, Informationen und auch Tools zu geben, womit sie sich selbst heilen konnten. Und dass sie mit diesen Sachen auch wieder andere Leute einen Impuls geben, zu wissen, dass man sich selbst heilt. Also es kommt aus einem selbst. Ja? Und man kann eigentlich sagen, dass die Kirche gescheitert sind da drin. Und ich denke mal, diese ganze Esoterikbewegung, so wie sie ist, scheitert auch einfach, weil die Menschen kommen nicht wirklich in ihre Kraft. Sie werden abhängig und ich sehe auch sehr viel, sag ich mal, Fremdbesetzungen da. Also es ist nicht leicht für die Menschen, die dann so in solche Gruppen sitzen und ihren Weg raus auch gar nicht mehr wissen. So, oft denke ich mal, diese ganze Bewegung nützt einfach viele Illusionen, einfach so ein kleines Gebet und alles ist toll, Licht und Liebe, es wird schon sein, du brauchst nichts zu tun, du wirst gerettet werden. Es sind alles irgendwie so Illusionen, so was Seichtes, Nettes. Und denk mal, wenn du in den Kern schaust, dass du sagst, ich verzeihe alle Leute, das ist nicht wirklich Liebe. Liebe ist das, wenn du den Prozess mit der Person, der dir was getan hat, oder du hast der Person was getan, du verzeihst dir. Wenn du das wirklich im Inneren heilst, dann setzt du diese Person vollkommen frei und kann diese Person auch seinem Weg gehen, während wenn du ihn verzeihst, ändert sich bei denen gar nichts. Also wir helfen damit der Person nicht unbedingt, seinen Lichtweg zu gehen. So, es geht also, denke ich mal, darum, dass wir als Menschen nicht so arg viel Lust haben, die Verantwortung zu übernehmen. So, wenn ich einfach in ein nettes Seminar gehe und ich fühle mich da, so, ich gehe Freitagabend und oh Mann, ist es schön, so viele nette, liebe Leute und das Wochenende ist schön und ich spüre schon, es hat mich in so eine Welle, alles, was ich so denke, ja, das will ich auch, hat es mir so in diese Welle mitgetragen. Also ich stehe einfach so tanzend auf mein Surfbrett. Aber es gibt ja auch in diese Welle sehr realistische Sachen und nach so 3, 4, 5 Tagen kommt es dann bei dir an und musst du selber innerlich was machen. Und das ist, wo viele Leute dann einfach sagen, ja, das war so ein schönes Wochenende, aber jetzt, ich bin wieder so depressiv vielleicht nicht, aber es hat nachgelassen und ich weiß nicht und vielleicht muss ich am Wochenende wieder gehen und so halten wir uns eigentlich
so laufend ein bisschen die Illusion vor Augen. Und wenn wir uns, sag mal, nach dem Wochenende eine Woche lang damit beschäftigen würden, was da vielleicht uns angereicht wurde oder da die Schmankerln rausrollen, die wichtigen Impulse rausrollen und damit uns hinsetzen, schauen, was waren die Informationen, die reingekommen sind, was kommt hoch aus dem Inneren, wie können wir das evaluieren, wie kann ich da in meinen Dialog gehen mit dem Göttlichen, mit meinem höheren Selbst, wie kann das gelöscht werden oder gelöst werden, dann würde das einen anderen Effekt auf uns haben. So, also meine Ansicht nach ist einfach, wir müssen lernen, wieder selbstständig zu denken. Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu denken, selbst ganz genau uns zu evaluieren, uns zu beobachten und ehrlich zu sein mit uns selbst. In dem Moment, dass wir, also ich habe es bei den Kindern immer schon gesehen, im Moment, dass du ehrlich bist, du sagst, Mann, ich habe das so falsch gemacht, es tut mir so leid, ich sehe jetzt, ich hätte dich nicht strafen müssen. Oder du sagst so ein Kind einfach, ich war eine schlechte Mutter, ich habe dich diese ganze Woche keine Zeit für dich gehabt. Die Kinder sagen, mach nichts, Mom, ist toll, dass du quasi sagst, aber ich liebe dich so, wie du bist. Und schon einfach dieser Dialog hilft dann, wann du es erkannt hast. So, nochmal zu den Gedanken. Wir haben ja sehr viele positive Gedanken, das lernen wir auch. Und sicher, du, der mir jetzt zuhörst, hast schon einen Großteil des Weges gemacht und möchtest immer weiter dranbleiben. Aber du musst ja sehen, dass die positive Gedanken ja Millionen von negativen Gedanken gegenüberstehen in dein Sein, in dein Wesen. Und dass sie es ganz, ganz schwer haben, weil es ist ein Riesenwiderspruch. Und das ist eigentlich toxisch, das ist giftig. Und wenn wir auch, sag mal, nicht selbstständig denken, dann reden wir eigentlich Sachen nach, die wir von anderen oder von anderen Medien gehört haben. Wir wiederholen sie. Und das ist auch im Gehirn einfach giftig. Also da kommen wir nochmal zurück auf diese Neurowissenschaftler, die einfach das alles nachgemessen und erkennbar gemacht haben, dass wir unheimlich viele Gifte produzieren, wenn wir nicht ehrlich mit uns sind und wenn wir nicht geradeaus und transparent sind. Das, wann wir zum Beispiel diese positive Gedanke haben, aber Millionen von Gedanken hoch und überall hier kommen in uns, die negativ sind. Also ich kann es nicht, ich will es nicht, es ist also der, und ich urteile an die Leute, ich urteile die Situation. Ich sage, mit einem Supermarkt, es ist scheiße, alles, ich kann das nicht, ich habe nicht. Alles so diese Sachen, die hochkommen, die gehen schneller, als dass ich jetzt reden kann. Dann sind das eigentlich Widersprüche. Und Widersprüche machen einfach giftig. Also das ist ganz wichtig, dass du das so siehst. Und eigentlich, wenn wir uns Illusionen nachjagen, dass wir also damit riesen komplizierte Gebete oder all diese, sag ich mal, Techno-Gebete, die es jetzt gibt, oder andere Techniken, die machen auch teilweise giftig, wenn sie nicht ganz simpel und ganz klar sind. Also, das ist ganz wichtig, dass du da mal überlegst, was machst du und wie kannst du für dich da was anderes machen. Dann möchte ich das abschließen mit etwas über, was wir die Kinder eigentlich damit antun. Also in der Zeit, dass ich viel mit den Familien gearbeitet habe, die Zeit, dass meine Indigo-Phänomenbücher rausgekommen sind, das erste Indigo-Phänomen über das Thema und das zweite, der Ratgeber, ist, wie du als Eltern Situationen einschätzen kannst und wie du selbst eingreifen kannst. Also Techniken oder einfach Wissen und Impulse für Eltern und auch natürlich für Ärzte und Therapeuten und so.
die damit dann arbeiten möchten. Und die Kinder verwirren wir. Wir denken was, wir sagen aber etwas anderes. Das heißt, sowieso ist unser Denken nicht in Einheit mit unserem Herz. Also das Herz fühlt was. Unsere Gedanken sind schon woanders, weil die kämpfen zwischen der hereinkommenden Informationen und die Pop-ups, die hochkommen. Und wir evaluieren das jede 10 Sekunden. So, und das Herz sitzt irgendwo in seine Bubble. Und dann reden wir ganz was anderes noch. Ja, wir gehen mit Konzepten von unserer Kultur und wir sagen, ach, das ist ganz schön schön, also mach dir keine Sorge oder irgendwie was sagen zu Kind, während du dich sorgst und dein Herz nicht in dieser Love-Zone sitzt, aber Angst hat. Wie soll ein Kind das einfach verstehen? Wie soll er die Welt verstehen? Wie soll er die Erwachsenen verstehen? Das macht er nicht. Der ist total verwirrt. Und vor allem diese neue Kinder, kann man sagen, diese neue Generationen, die seit 20 Jahren, 30 Jahren einfach hier auf die Erde gekommen sind, die sind noch mehr hellsichtig, wenn sie ganz jung sind. Es kann ja vorübergehen, es kann ja weggehen, um dann später, wenn sie erwachsen sind, zurückzukehren. Aber auch die Kristallkinder oder wie wir sie alle nennen möchten oder welche Schublade wir da benutzen möchten. Diese Kinder sind extrem verwirrt, was die Menschheit und das Leben auf der Erde eigentlich bedeutet. Sie verstehen ganz wenig von wie es funktioniert. Und das können wir ändern, durch unseren Mund dahin zu bringen, wo unser Herz ist und wo unsere positiven Gedanken sind. Wenn wir diese vereinen und wir immer mehr uns angewöhnen, in diese Love Zone zu gehen, können wir Kinder erziehen, die sehr, sehr kraftvoll sind. Und die dann später ihre eigene Stärke und ihre eigenen Themen wirklich, sag mal, in eine kräftige Weise ausarbeiten können. Wovor sie oft, dann können sie auch ihre Lebensaufgabe und sie können auch ihren Traum folgen. So, und dann würde ich sagen, setz dich jetzt einfach mal bewusst gerade hin und konzentriere dich auf deine Atem, einatmen, dein Ausatmen, kannst die Augen schließen. Du atmest ein und du atmest aus. Dein Brustraum erweitert sich. Und im Kopf erlaubst du die Gedanken einfach rein und raus zu fließen, während du dich immer weiter entspannst. Spüre, wie du zwischen Himmel und Erde sitzt. Wie du als kräftiges, vollkommenes Membran erschaffen wurdest, das Energien, Licht und Liebe durchfließen lassen kann und ausstrahlt.
Alles ist in Bewegung. Dein Körper, deine Energiesysteme sind entworfen, um 100% Licht, Lichtfelder, Farben, hohe Frequenzen von Liebe, Mitgefühl einfach durchfließen zu lassen. Von der Erde hoch zur Quelle, von der Quelle runter zur Erde. Und über das Herz strahlst du diese Frequenzen aus, diese Love Zone. Du kannst es vorstellen, dass dein Herz ein Ei um sich herum formt oder wie eine Bubble, eine Blase. Und diese erweitert sich, wenn du mehr höhere Energien, freie Energien durchfließen lassen kannst. Und diese Bubble, dieses Ei strahlt aus. Menschen, die Luft, die Erde, die Tiere, die Natur, alle spüren diese Frequenzen, die du ausstrahlst. Und jetzt verbindest du dich mit was für dich Gott ist, die kosmische Quelle, das reine Herz, die universelle Kraft, die göttliche Ebene oder einfach die Quelle. Benütze dein Ein- und Ausatmen, um diese Verbindung zu stärken und deine Blase oder das Ei größer zu machen. Und spüre, wie du ausstrahlst. Und fange auf deine eigene Art, in deinen eigenen Rhythmus, den Dialog an. Du kannst dir, um anzufangen, vielleicht fragen, dass du hereinkommende Informationen siehst, wie zum Beispiel eine Situation oder Menschen, die dich urteilen. Und dann, dass du auch gleichzeitig, während du quasi einen Schritt zurück machst, dich beobachtest und siehst und spürst vor allem, was in dir hochkommt. Welche Pop-ups hast du, die vertikal hochsteigen? Hast du Angst? Welches Trauma kommt hoch? Und schau es dir an und bekenne dir dazu. Mache diese innere Beichte. Du hast ja diese immense Kraft, die auch in dir lebt,
mit dem du dich jetzt verbunden hast, das Göttliche, hast du jetzt im Dialog bei dir. Und du fragst, kannst ja alles fragen. Und in diesem Dialog bleibst du so lange, wie du möchtest, da dieser Prozess für jeder ganz, ganz unterschiedlich ist. Verabschiede ich mich jetzt mit Reden und du kannst es einfach fortsetzen, die Musik dich unterstützen lassen. Und wenn du spürst, es ist genug, und dann schließt du wieder ab, öffnest die Augen und nimmst du vor, das täglich zu machen, diesen Dialog anzugehen.